So, liebe Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute werden die Gans, also die Arme trainiert. Heute ganz klar Bizeps, Trizeps. Für den einen ist es relativ schweres Training. Ich probiere aber dennoch sowohl schwere als auch leichte Sätze miteinander zu verbinden. Im Agonisten-Antagonisten-Satz. Deswegen, ihr könnt einfach mal gerne zuschauen, wie ich die Arme trainiere. Dips an der Maschine. Heute mal das Ganze wirklich an der Maschine, um einfach eine ordentliche Erwärmung zu machen. French Press mit der Kurzhantel. Ich probiere dann zwei oder drei Sätze einfach mal um Gewöhnung, weil ich ja probiere, so möglichst wie es geht frei zu trainieren. Dennoch gehe ich dann jetzt rüber am Kabelzug und mache entsprechend die gleiche Übung, also für den gleichen Zielmuskel das Ganze. So, wie ihr bereits gesehen habt, als ich an die Maschine gegangen bin, habe ich wesentlich mehr Wiederholungen gemacht, als ich normalerweise frei mache. Ich finde, da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl dran. Wenn du immer nur schwer trainierst, du musst nicht immer unbedingt bis zum Muskelversagen gehen, sondern das Training lebt davon, dass du konsequent auf jeden Fall eine Progression machst, dass du konsequent auf jeden Fall zum Training gehst. Das ist die Hauptsache überhaupt, warum Trainingsfortschritt gemacht werden kann. Deswegen geht auch mal wirklich an das Training ein bisschen entspannter rein, gerade was die Arme angeht. Viele Leute trainieren sie einfach viel zu schwer und dadurch entstehen halt viele, viele Ausweichbewegungen. Deswegen probiert einfach mal mehr unter Kontrolle das Ganze zu bringen. War ein kurzer Ausschnitt. Wie bereits gesagt, es war Trizeps und Bizeps auf dem Plan. Zum einen relativ locker, dann den ein oder anderen schweren Sätze gemacht. Aber trainingsmäßig war heute wirklich mehr auf die Kontraktion achten, mehr einfach mal auf die Bewegungsqualität achten. Nicht immer nur schwer trainieren, das bringt euch nicht nach vorne, das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Auch mal einen lockeren Tag. Ich mache es ja in der Regel so, dass ich auf einem schweren Tag einen lockeren Tag mache. Also in diesem Sinne, viel Erfolg. Gerne auch das Video wieder disliken. Ich kenne das ja natürlich von euch.
In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen erfolgreichen und schönen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da und folge mir auf allen meinen Social Media Kanälen, zum Beispiel unter Facebook, Instagram oder finde mehr Informationen über mich unter meiner Webseite www.danielgildner.com.